Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Heute mal zu einem etwas unangenehmeren Video. Einem Reaction-Video auf das letztens am 21.02. erschienene Dragon Ball DLC Goku's Next Journey. Ja, wie soll ich anfangen? Zunächst, was hat mir gut gefallen? Das DLC hat wie die anderen vier DLCs, die ich gespielt habe, also den fünften, nehmen wir mal raus, weil den habe ich ja nicht gespielt. Eine wunderschön erzählte Story, wie man es von Dragon Ball kennt. Es macht unnormal Lust. Es macht einfach nur Spaß, Goku im jetzt sechsten DLC zu sehen, wie er mit seiner Enkelin Pan umgeht. Die Kämpfe sind knackig, vor allem, wenn man wie ich seit einem Jahr kein Dragon Ball Z Kakarot mehr angefasst hat. Und was ich ebenfalls positiv erwähnen muss, das Level von meiner Main Story wird hier nicht übernommen. Also es wäre halt auch schon sehr asozial, wenn man jetzt Goku auf fast Level 300 gegen Pan, ich glaube Pan Level 113 oder was das nochmal war, kämpfen lassen würde. Das wäre schon hart badass. Gut. Jetzt kommen wir eher zu dem, ja, was mir nicht so gefallen hat. Wie fange ich an? In der Story kämpfen wir als allererstes gegen Kid Buu, was eigentlich der Endfight der Main Story war. Also erzähle ich den jetzt mal nicht so mit, weil eigentlich ist es wirklich nur Copy-Paste gewesen, der letzte Kampf. Eigentlich erste Kampf ist Goku gegen seine Enkelin Pan. Darauf folgt dann der zweite Kampf gegen einen langsam echt faul gewordenen Son Goten. Kampf Nummer 2,5, würde ich jetzt schon fast sagen, ist eine Nebenstory von Muten Roshi gegen drei Freezer-Soldaten. Das zähle ich jetzt mal nicht so mit, weil da ist von Muten Roshi das Telefon kaputt gegangen quasi durch diese Freezer-Soldaten. Er hat kein Funknetz mehr und da muss man die mal eben fertig machen. Also das zähle ich jetzt nicht wirklich mit. Der nächste Kampf findet dann auch direkt schon im Turnier statt, wo man mit Pan gegen Wild Tiger kämpft. Und naja, zum Schluss haben wir dann noch einen Kampf, und zwar Uub gegen Son Goku, der in zwei Phasen aufgeteilt wird. Also zusammengefasst besteht die komplette Story aus sagenumwobenen 4,5 Kämpfen. Und das finde ich schon irgendwie schwach. Ich bin der Meinung, da hätte man definitiv mehr Luft nach oben gehabt, vor allem mit den einzelnen Turnierteilnehmern, die dann noch aufgelistet wurden. Also man hätte ja so oder so vielleicht ein bisschen mehr reinpacken können oder so, um das ein bisschen zu füllen. Man hätte am Anfang vielleicht ein paar mehr Trainingskämpfe machen können, wie zum Beispiel Vegeta, der ja eh immer kampflustig ist. Oder halt auch mal was anderes hier, Son Goten gegen Trunks oder was weiß ich was. Aber auch die anderen erwähnten Teilnehmer des Turniers hat man auch nicht mehr gesehen. Also wie zum Beispiel hier den guten Chicken, der wurde auch gar nicht mehr wirklich erwähnt. Naja. Da hätten bestimmt nochmal so 2 bis 3 Kämpfe mehr reingepasst. Ja, dann ist die Story durch und Son Goku fliegt mit Uub davon und lässt seine Familie mal wieder alleine. Da hätte ich gehofft, dass er vielleicht im Dorf von Uub vielleicht noch ein bisschen trainiert, also mit Uub zusammen trainiert, wie hier damals im DLC mit Whis zusammen. Da hat man ja auch mehrere Trainingskämpfe gehabt, das hätte man auch super mit einbringen können, vor allem weil Son Goku so groß davon erzählt, wie er Uub trainieren möchte und was er alles vorhat. Aber stattdessen, nachdem das abgeschlossen ist, spawnt man anschließend wieder zu Hause. Und man bekommt die Info vom Spiel, dass man noch ein paar Nebenmissionen freigeschaltet hat. Da bin ich aber ganz ehrlich zu euch. Ich war so enttäuscht davon, was ich da gesehen hatte, dass ich mir die gar nicht erst angeguckt habe. Weil, also es könnte jetzt sein, dass in den Nebenstories vielleicht noch ein bisschen was mit Uub passiert. Aber ich denke jetzt mal nicht so wirklich. Ja, und dann hat man eine Info bekommen, dass man die Geschichte von 2 Saiyajins freigeschaltet hat. Das hat mich wieder etwas mehr hoffen lassen. Vor allem sollte man da mit Pan sprechen, um das zu aktivieren.
Und als Goku Pan dann von seinen vorherigen Abenteuern erzählen wollte, dachte ich mir, Mann, wie geil ist das denn? Kann man vielleicht als Pan jetzt der Geschichte ihres Opas lauschen und in ihrer kindischen Fantasie quasi mit Pan gegen alle starken Gegner, gegen die Goku je gekämpft hat, kämpfen? Das wäre ja so geil. Aber nein, da wurde ich ebenfalls enttäuscht und Pan muss nach kurzer Zeit mit ihrer Mutter shoppen gehen. Die Mutter kommt an und sagt, also Videl, wir müssen jetzt shoppen. Ich meine, wie random ist das? Und dann geht Goku auf seinen Trainingsfelsen, den man von Anfang an kennt, also ganz am Anfang, als wenn man Dragon Ball Z Kakarot anfängt zu spielen, trainiert er da, glaube ich, und kämpft gedanklich gegen Piccolo. Und ja, da kommt einfach mal random sein Sohn an. Und dem erzählt er dann einfach mal, ja, wie man sich Gegner vorstellen kann. Naja, habe ich mir so gedacht, okay, ja, blöd, ne? Verpasste Chance. Pan hätte man da richtig gut nochmal in Szene setzen können, aber egal. Vielleicht kann man jetzt mit Goku nochmal so ein bisschen mit extra Story, sage ich mal, als Na Nostalgiefaktor alle Hauptbosse nochmal machen oder vielleicht sogar mit seinem Sohn. Aber auch falsch. Es war einfach ein Boss-Rush. Drei Bosse, also habe ich gemacht, danach habe ich nicht weitergemacht. Ich weiß nicht, ob noch einer gekommen wäre, aber man hat erst gegen Freezer gekämpft. Dann hat man gegen Cell gekämpft und dann hat man gegen Buu gekämpft. Und Buu war ja eh so der letzte große Boss, sag ich mal, den man bekämpft hat. Jetzt in dieser Storyline, sag ich mal. Also ich schätze mal, nach dreien wäre es auch zu Ende gewesen. Ja, die hat man einfach hintereinander weggemacht. Ohne Story, ohne Hintergrund, einfach Boss Rush. Und ja, ich war so krass enttäuscht. Und ja, bevor ich mich jetzt hier zu sehr in Rage rede, ich kann auch nicht so laut reden, weil mein Sohn gerade schläft, würde mich eure Meinung brennend interessieren. Was sagt ihr? Vielleicht habt ihr es auch selber schon gezockt, vielleicht auch nicht, aber ist das 13,99 € wert oder ist das zu viel? Oder sagt ihr einfach, Digga, übertreib nicht zu mir? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich übelst interessieren, wie da eure Meinung ist. Und wenn euch solche Videos gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.